wunderschönen guten Tag. Wir sind live auf Twitch, der Umlautmann. Aber ich bin der Vokalmann. Ich habe viele Namen. Und wir reagieren auf ein weiteres Video auf diesen schönen Kanal. Ich sag einfach mal, das ist ein schöner Kanal. Und zwar von Cranky auf das Video Zelda TOTK mit Google übersetzt. Alle Folgen. Let's go! Die Drachentränensequenzen aus Zelda TOTK waren wirklich ziemlich nice. Aber noch nicer war es, sie mit dem Google-Übersetzer zu verschandeln. Die Dialoge wurden über verschiedenste Sprachen wie Japanisch, Holländisch, Maori oder auch Hmong gejagt. Und da so viele von euch dieses Projekt so hart gefeiert haben, habe ich mir gedacht, bevor wir mit BOTW weitermachen, lassen wir noch einmal die mit Google-Übersetzer gepimpte TOTK-Story in einem Zusammenschnitt Revue passieren. Los geht's! Hey. Ey, das ist so geil, dieses Prinzip, ne? Also einfach über mehrere Sprachen den ganzen Bums einmal übersetzen. Guck mal, es gibt ja so Dinge, die kannst du auch schwer vom Deutschen in andere Sprachen übersetzen, ne? Also es gibt halt Dinge, die kannst du nicht übersetzen, aber der Google-Übersetzer findet da trotzdem eine Übersetzung und dann kommt ganz skurriler Kack raus. Okay, ich bin gespannt. Gern geschehen, der hohe Priester von Hyrule. Und Link, der Benutzer des Schwertes des Herrn. Wie zuvor, Link. Geh zurück! Vielen Dank, Herr Dekutri. Du dankst mir nicht. Ich habe nicht geholfen. Er heilt sich selbst. Egal wie schlimm es ist. Lange Zeit. Kein Kratzer. Herr Schwert! Könnte man dies das heilige Schwert des Gerichts nennen? Ja. Mein Miasma hat ihn verlassen. Oh, hi, Babe. Ich mach Schluss mit dir. Was? Aber ich kann mich doch ändern. Ja, weiter geht's. Ein unbenutztes Messer. Der Benutzer von Banes Schwert. Wettbewerb. Rauls große Prophezeiung. Aber bisher sind die Übersetzungen gar nicht mal so mies. Also so hardcore wurde das ja gar nicht verschandelt, wie ich finde. Aber wer weiß, ich glaube, die großen Banger werden definitiv noch kommen. Zwei Problemlinien. Wo sind wir? Zwei Problemlinien. Bro, was ist Problemlinie für ein Wort? Wir haben dieses Land hier aufgebaut. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Hast du Hyrule gebaut? Ja, mein Name ist Raoul. Der Name ist Raoul. König Raoul von Hyrule. Eine Zeit der Mythen und Legenden. Eine Zeit der Legenden. Ich habe immer an ihn geglaubt. Es gibt keine versteckten Schätze, aber Raoul schon. Oft haben wir das Gefühl, dass unser Blut durch seine Adern fließt. Sie werden in ihre Zeit zurückkehren wollen. Und wenn möglich, wenn ich sie richtig verstehe. Was? Ich weiß nicht mal, was in der Vergangenheit passiert ist. Zelda, hallo. Informieren Sie als nächstes alle Ihre Verwandten. Stimmt, bis zu einem gewissen Grad. Es ist an der Zeit, einige Ratschläge zu geben. Ein Moment. Minel. Vielleicht weiß er, wie er dich zurückholen kann. Minel-san, richtig? Niemand weiß mehr über Sonoff als er. Er ist meine Schwester. Ja. Ein altes Gerät. Dennoch könnte sie das Mobiltelefon auch hier zum Laufen bringen. Kann ich es behalten und pflegen? Stimmt, komme ich aus der Zukunft? Weißt du, wie man Zelda zurück in die Vergangenheit versetzt? Ich kann ihn von meinen Gedanken zur Reise erzählen. Raoul hat die Macht, die Kraft des Lichts für die Dunkelheit zu verwenden. Und Sonja ist auch für die Saison verantwortlich. Sonja, Ihre Reiseberatung für die Hochsaison von Hyrule. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nennt mich alt, aber ich bin gerade so konzentriert, dem zu folgen. Ist das so Generation TikTok-Content? Es passiert so viel und ich probiere dann unten den Text zu lesen. Dann vergleiche ich das mit dem, was gesprochen wird. Und dann sind zwischendrin noch Einblendungen da. Bro, ich check gar nicht mal so viel, muss ich wirklich sagen. Alter, passiert ja so viel, worauf man achten muss. Ja, okay, es geht allen so. Ja, okay, gut zu wissen. Die Form des Steins beeinflusst im Laufe der Zeit seine Festigkeit. Und glauben Sie, dass das der Beginn einer Lösungsfindung ist?
Ich möchte, dass du mir vergibst und mir hilfst. Aber bitte warten Sie einen Moment. Die Lösung für Ihre Ernährung liegt in Ihnen. Sie müssen lediglich all Ihre Umstände überbrüchen. Sie müssen lediglich all Ihre Umstände überprüfen. Sonja hilft Ihnen gerne weiter. Dr. Sonja, Ihre Ernährungsberaterin, wenn bei Ihnen alle Stricke reißen. Hübsch. Danke, Sonja. Die Mordra-Horde kommt. Da sind viele. Da sind viele. Mordras sind einsam. Hallo, willst du mein Freund sein? Also die Einblendungen sind ein bisschen too much, muss ich sagen. Also ich glaube, es wäre lustiger, wenn da nicht immer die Einblendungen wären. Oh, endlich wieder einsam. Ja, weiter geht's. Aber weh! Mordras, ruhe dich auf einmal aus. Was ist es? Sohn aufs geheimes Juwel. Attraktiv. Im Namen aller Birodo, euer Hoheit, gestatten Sie mir bitte, die noch gültige Einladung zu stornieren. Treue Eide gegenüber Hyrule. Die gültige Einladung zu stornieren. Als ob das so eine Reise wäre. Werden akzeptiert. Sie haben die Wahl. Und Sie müssen für unser Königreich arbeiten. Lehrer, das ist ein Kompliment. Euer Clan, das Volk von Sonov, kommt von Himmel zu uns. Und Sie sind einer Ihrer Nachkommen, der das Land Iriani zur Frau genommen hat. Das ist traurig. Allerdings bist du nur eine wunderschöne Schwester eines Sonov-Stammes. Möge unsere Regierung heute und für immer in Frieden leben. Länger als damals, als ich noch jünger war. König Raoul, ich möchte... König Raoul. Junge, einfach der Portugiese. Seinen Namen wissen. Deshalb bin ich zu ihm gegangen und habe ihn mir genauestens angesehen. Ich denke immer an meine Genesung und meine Zeit. Wenn ich lernen kann, meine Zeit so zu verwalten wie Sie, wird es mir besser gehen. Für mich hat alles, was mich berührt, eine Erinnerung. Und wenn das Produkt irgendwo fehlt, ist es meine Aufgabe, dabei zu helfen, es zurückzubringen. Sie sind einkaufen und das Produkt Ihrer Begierde befindet sich nicht im Regal. Das ist ein glasklarer Fall für Sonja, der Lageristin der Zukunft. Aber Zelda... Ich glaube, da ist etwas, was mich stört. Natürlich möchten Sie in die alten Zeiten zurückkehren. Aber es ist auch wichtig, dass Sie uns helfen. Oder? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Niemand kann das Geheimnis von Sonja für sich behalten. Alles, was Sie kontrollieren können, ist der Lauf der Zeit. Aber Sie haben keine Fähigkeit, die bösen Mächte zu bekämpfen. Ich finde es so anstrengend mit diesen Einblendungen, die zwischendrin kommen. Weil, guck mal, wie gesagt, ich konzentriere mich auf den Text unten und versuche zuzuhören. Und dann habe ich zwischendrin diese Texte, die dann noch kommen. Das will ich eigentlich auch noch lesen. Boah, Junge, einfach piu. Die Einblendungen haben mich beim ersten Mal schauen auch minimal genervt. Er ist ein bisschen too much, wie ich finde, ne? So ein bisschen. Bitte nutzen Sie dies, um Ihre Zeit zu schonen. Und Ihre Beziehung wartet schon auf Ihre Rückkehr. Darf ich fragen, wem dieser Link gehört? Link... Auf einmal Eurosport geworden. Ist Verbindung der Zeit. Du hast meine Welt vor bösen Mächten gerettet. Ah, der Gewinner. Link ist der stabilste und furchtloseste Soldat. Das macht mich glücklich. Prinz, Prinz. Wow, sieht gut aus. Ich denke, es ist etwas verwirrend, aber du trägst wirklich gerne Masken. Ganondorfs kleiner Roboter! Du bist zu spät, Raoul! Digga, warum Raoul? In welcher Sprache ist das mit Raoul und Raoul passiert? Du darfst mich nicht verlassen! Und was ist mit deiner armen Frau? Er hat wegen deines Stolzes verloren! Dein Glaube, dass du mich besiegen kannst, ist der erste Schritt zu deiner Zerstörung, Raoul! Erhebt euch, mein Volk! Tötet diejenigen, die im Weg umstehen! Tötet alles und
alles! Tötet alles und alles. Wir haben heute hier ein neues Mitglied in der Gruppe. Möchten Sie sich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen? Ja, na klar. Hallo erstmal, ich bin der Ganondorf und ich habe ein klitzekleines Problemchen mit der Aggressionsbewältigung. König Raoul, unsere Macht kann die Macht des Bösen nicht eindämmen. Bekomme es. Und dann traf ich Satan. Raoul. Was ist hier bei der Übersetzung falsch gelaufen? Warte. Raoul, unsere Macht kann die Macht des Bösen nicht eindämmen. Bekomme es. Erstmal, ich verstehe, bekomme es. Und dann traf ich Satan. Ach, wegen Dämonenkönig. Dann traf ich Satan. Ach, lol. Raoul, ähnlich wie bei Zelda werden sie von den vier Bossen dieser Stämme unterstützt. Und vergiss mich nicht, ich bin auch noch neben dir. Jetzt muss ich etwas enthüllen. Der Sohnhoffschatz, der verlorene Stein. Wir alle versprechen, dem Mond zu dienen und den Teufel zu vertreiben. Könnte auch so ein neuer Horrorfilm von Exorzismus sein, ne? König Raoul, ich möchte dir vor dem großen Kampf mit Satan etwas Wichtiges sagen. Digga, es macht mich fertig, dass Dämonenkönig mit Satan übersetzt wurde. Kam hierher, nachdem ich eine Mutter im Keller gesehen hatte. Guten Morgen. Mutter, Zeit zum Aufstehen. Bring dir Eier mit Speckensbett. Sprechen Sie weiter. Als er sich zusieht, wie sich der Mystery Stone in Ganondorf verwandelt, sieht er etwas Unheimliches. Seine Mutter wacht auf. Sie ist es. Nein, nicht, dass die Mutter aufwacht. Verdammt. Krieg von morgen. Wir sterben im Angesicht des Teufels. Es ist nicht er, sondern du. Das ist immer noch dasselbe. Ich werde immer noch töten. Mein Hauptziel ist der Schutz des Volkes und des Imperium! Da stand wirklich Imperium. Sie sind böse! Der Grund, warum ich Demon King nie besiegt habe, ist die Schuld von Satan! Ein Krieger, der ein Schwert schwingt. Selbst wenn wir scheitern, bleiben unsere Verbindungen stark. Aber wissen Sie, wer hat gesagt, dass sich die Zukunft weiterentwickeln wird? 10.000 Jahre später. Ah! Was? Ich wiederhole mich immer wieder, aber ich kann es immer wieder sagen. SpongeBob ist so eine legendäre Serie. Diese SpongeBob-Memes, egal wo, du hast für jede Situation irgendein SpongeBob-Meme. Diese Serie ist einfach perfekt. Soll denn das werden, ihr Trottel? Seitdem wir hier sind, hat sich das Kartenspiel verändert. Es gibt einen Grund, warum Zelda in unsere Zeit gekommen ist. Braucht alles einen Grund. Vor langer Zeit stieg der Stamm der Sohnhoff-Götter mit großem Wissen vom Himmel auf diese Erde herab. Sie haben Traditionen mit mystischen Steinen, die Kraft des Trägers verstärken. Sein Bruder Raoul führte das Volk nach Sohnhoffs Vorstellungen. Bald lernte er ein Landmädchen. Landmädchen. Bald lernte er ein Landmädchen. Sonja kennt. Bald. Klingt Landmädchen. Klingt halt, keine Ahnung, wie wenn du so eine Frau datest, die auf dem Bauernhof lebt. Landmädchen. Lernte er ein Landmädchen namens Sonja kennen und heiratete es. Raoul gab Sonja einen Stein, um die Insel zu vereinen. Königin Raoul und König Sonja nannten ihr junges Königreich Hyrule. Es ist ein Ort, der den Menschen Freude und Selbstvertrauen gibt. Aber leider wird bald etwas Schreckliches passieren. Die Wüste öffnet sich vor dem Tyrannen. Anführer Ganondorf des Gerudo-Stammes tötete Königin Sonja und stahl ihre geheimen Juwelen.
Freunde, bitte nicht, dass die geheimen Juwelen gestohlen werden. Der Stein verwandelt Ganondorf in einen Mann, der als Satan bekannt ist. Er erschuf Monster und schickte sie wieder in die Unterwelt. Hiruleken. Ist das geil. Junge, schick die Monster halt wieder dahin, wo sie herkommen. Ey, dankeschön, Gannon. Ey, scheiße, eigentlich kann es TOTK mit Google-Übersetzer gar nicht geben. Uno Reverse wurde gespielt. Kämpfte tapfer und tapfer, aber die Hordenmonster waren langsam. Ich bin kurz davor zu weinen. Dann schmiedet Raoul einen geheimen Plan, um den Verlauf des Krieges zu ändern. Er gibt jedem Soldaten einen geheimen Stein. Sie wurden weise und rebellierten gemeinsam gegen den König. Aufgrund seines hohen Status sollte es ein leichtes sein, Ganondorf zu beurteilen. Aber leider, Satans Macht ist stärker, als ich mir vorstellen kann. Und ich kann ihm nicht widerstehen. Ich habe alles verloren. Bis Raoul beschloss, den wichtigsten Schritt zu tun. Das ist blöd. Raoul, lass mich in Ruhe. Ganondorf, diese Arroganz wird dich fallen lassen. Wirst du mein Herz verführen und meine Magie stehlen? Versuchst du mich etwa auszuschließen? Ich würde sagen... Leute, bitte Satan nicht ausschließen. Guck mal, ich weiß, er ist nicht so nett und so, aber jemanden auszugrenzen, das hat doch keinen Zweck. Das ist eine kluge Wahl, aber wissen Sie, wie viel das kostet? Unterstütz mich nicht! Ich bin bereit, auch das größte Opfer anzunehmen! Kann ich Raoul? 10.000 Jahre gewinnen für mich. Ich bin unvermeidbar. Sie lieben... Thanos hat das gesagt, ne? Ich bin mit unvermeidbar. Das ist saugeil. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Falsch! Eines Tages wird dich jemand aufhalten! Der Benutzer des verbannten Schwertes! Wettbewerb! Bitte merken Sie sich seinen Namen! Ein Wettbewerb? Das ist großartig! Ich freue mich darauf, Krieg kennenzulernen. Später. Verbindung. Er ist stark. Du wirst ihn nicht verprügeln. Oh, der heilige Verbannte. Aber wie sind wir hierher gekommen? Ein Live-Wettbewerb? Wirklich? Und um stark zu werden, hast du Zeit mit mir verbracht? Es gibt einen Grund, warum Zelda in unsere Zeit gekommen ist. Ich weiß, was du von mir willst. Ein Drache ohne Seele kann niemals kommen. Ich bin sicher, sein Name ist Lehrer. Ich muss... Warte, ich bin sicher, sein Name ist Lehrer. Niemals kommen. Ich bin sicher, sein Name ist Lehrer. Ich musste zusehen, wie es explodierte. Allerdings hat den Regenschirm Ganondorf gemacht. Ist er verhext? Ich komm. Digga, ist das geil. Wo kann man den Regenschirm kaufen? Team damals nichts tun. Gar nichts? Nö. Home run. Wenn sie dem Schwertlord magisch... Wenn sie dem Schwertlord magische Kraft zurückführen, wird er ebenfalls zurückkehren. Möglicherweise war er vorher stärker. Ich weiß das. Wenn ich weiterhin dieses Schwert herstelle, ich vielleicht den Teufelskönig besiegen kann. Es scheint alles aussichtslos. Aber vielleicht... Hör bitte zu! Diese Nachricht ist sehr teuer. Du wirst alles verlieren, was dir gehört. Das geht nicht, Minelsan. Wussten Sie, dass es keine Rückkehr gibt? Ich werde Herr Schwert retten. Wettbewerb wird kommen. All diese Schmerzen. Gemäß Sonovs Verantwortung ist es meine Schuld. Also habe ich ihm längst mein Leben gegeben. Dem Helden, den du ihn nennst. Ich werde diesen Wettbewerb gewinnen. Obwohl mein schwacher Körper bald stirbt, wird mein Geist dabei sein. 3 Tage später. Könnte man dies das heilige Schwert des Gerichts nennen?
Mein Miasma hat ihn verlassen. Ein unbenutztes Messer. Wenn die Kraft vom Himmel kommt, nimmt ihre Kraft zu. Und je stärker die Kraft, desto stärker die Stärke. Alles. Ey, das hätte auch ein Satz von Konfuzius sein können. Denk mal drüber nach. Versucht mal darüber nachzudenken. Und je stärker die Kraft, desto stärker die Stärke. Nochmal, wir müssen drüber philosophieren. Und je stärker die Kraft, desto stärker die Stärke. Je stärker die Kraft, desto stärker die Stärke. Sheesh. Alles, was sie kontrollieren können, ist der Lauf der Zeit. Aber sie haben keine Fähigkeit, die bösen Mächte zu bekämpfen. Wer einen mysteriösen Stein schluckt, wird Unsterblichkeit der Drachen. Die Zeit wird deine Fesseln etwas lockern. Herzlichen Glückwunsch, Minel-san. Wettbewerb? Ich verspreche, ich werde deine heilige Macht schützen, bis ich den König besiege. Ein Drache ohne Seele kann niemals kommen. Wettbewerb, hilf uns mal! Wettbewerb? Wettbewerb! Lord Zod, dein Lord Zod! Oh, Junge. Oh, ich hab den Track gerade viel zu sehr gefühlt. Warum gibt's Copyright, Freunde? Wer hat sich dieses Prinzip ausgedacht? Schwert! Nur das Schwert kann Satan töten! Als er seiner schrecklichen Macht erlag. Aber eine gute Nachtruhe wird seine Wunden pflegen. Vor allem, ich frage mich, was mit diesem Schwertnamen passiert. Also es ist jedes Mal anders übersetzt. Einfach jetzt Lord Zod. Herr Schwertwurzel Lord Zod. Klingt ein bisschen adlig, oder? Imagine, du sprichst das Masterschwert an mit Lord Zod, ihr Tee ist fertig. Das klingt schon echt episch. Je mehr ich atme, desto stärker ist es. Lass dieses Schwert in deine Zeit eindringen. 3:28 nachts. Oh, die Dunkelheit. Die Welt ist bereits dunkel, aber eine Schande ist in ihr aufgetaucht. Es ist voller Feiglinge, denen nur ihre Gesundheit am Herzen liegt. Aber jetzt bekommt die Welt von mir ihr altes Gesicht. Ich werde es nach Belieben bauen und verwalten. Fit für einen König. Ein paar Schläge ins Gesicht später. Oh, ich bin verloren. Der Kampf lässt mein Blut höher schlagen. Aber das ist nur eine Geschichte. Verlassen Sie nun bitte die Bühne. Dieses Mal hast du... Warte, was war da? Verlassen Sie nun bitte die Bühne. Dieses Mal hast du deine freie Hand. Aber ich find's cool, dass er zwischendrin einfach sieht. Das ist sehr freundlich. Verloren. Ein paar weitere Schläge ins Gesicht später. Es ist unmöglich. Kein Plan wie deiner wird mich besiegen. Lass meinen Körper und meine Seele in Ruhe. Ich werde dich herausziehen, bis du stirbst. Die Welt wird zeitlos dunkel sein. Wettbewerb? Das bedeutet, ich habe den Höllenkönig. Höllenkönig! Junge, ist das geil, wie die alle so übelste Upgrades für ihre Namen bekommen. Höllenkönig und Lord Zod. Junge, schön. Was war das denn? Höllenkönig besiegt! Verbindung! Ich bin zurück in der Zeit. Ich habe Ihnen jetzt viel zu sagen. Das ist mein Zuhause! Warum sollte ein großes Land am Himmel schweben? Sonovs Leistungen sind für mich immer attraktiv. Mein Leben wird nie mehr so hoch sein. Ich glaube das alles nicht. Wieso stehe ich hier? Raouls macht es klar. Und Sonjas macht es zeitlos. Meine Zeit kommt gleich. Minel-san! In der Vergangenheit wurden uns gefährliche Krankheiten für die Zukunft gegeben.
Aber irgendwann kannst du sie ausrotten. Jetzt kann ich endlich mein Herz suchen und zu Raoul gehen. König Raoul, König Sonja, Binel und die weisen Männer der Zeit. Sie wollen Hyrule nicht retten. Sie wollten geschenkten Frieden erlangen. Ich... Sie wollten Hyrule gar nicht retten. Ich werde dieses Bedürfnis erfüllen. Ist das geil. Das war ein geiles Video. Das war ein sehr, sehr geiles Video. Meine Lieblingsszene, Lord Sword, Freunde. Lord Sword ist einfach, läuft. Kann man nicht anders sagen. Er war saugeiles Video gewesen. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das Video wäre cooler, wenn weniger Einblendungen da sind. Also so ab der Mitte, ab nach dem ersten Viertel war es in Ordnung. Aber der Anfang war schon ultra schwierig tatsächlich zum Zusehen, hatte ich so das Gefühl. Also ab einem bestimmten Teil fand ich es deutlich angenehmer zum Zugucken. Und ja, krass, wie einige Übersetzungen so zustande gekommen sind, ne? Geiles Video gewesen, und wenn du eine weitere Reaction sehen möchtest, klick dieses Video an. Viel Spaß!